Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Mein Name ist Alexander Lochmann und ich möchte dir in diesem Kapitel zeigen, wie du den von ExoCAD mitgelieferten WebViewer über das DentalShare-Portal einrichten und diesen im Anschluss für deine tägliche Konstruktionsarbeit nutzen kannst. Befinden wir uns im dentalen CAD-Programm ExoCAD, finden wir in unserem Projektblatt auf der rechten Seite den Button DentalShare. Klicken wir diesen Button mit der linken Maustaste an, öffnet sich ein neues Fenster, in dem wir uns anmelden können. Haben wir an dieser Stelle noch kein Benutzerkonto eingerichtet, betätigen wir den Button Neuen Benutzer erstellen. Jetzt können wir einen neuen Benutzer anlegen und tragen hierzu alle benötigten und durch die freien Felder gekennzeichneten Angaben ein. Außer dem letzten Feld der Eintragungen einer Homepage sind alle Felder Pflichtfelder und müssen somit eingetragen werden. Haben wir alle Pflichtfelder ausgefüllt, bestätigen wir unsere Eintragung mit dem Button Benutzer erstellen. Durch unsere Eintragung und der Bestätigung erhalten wir eine E-Mail-Benachrichtigung, die wir zunächst bestätigen müssen. Ich wechsle hierzu in meinen E-Mail-Kasten und prüfe den Eingang einer entsprechenden Bestätigungs-Mail von ExoCAD. Hier finden wir auch den Link zur Bestätigung unserer eingetragenen E-Mail-Adresse. Den Link bestätigen wir durch einen Maus-Linksklick und gelangen dadurch automatisch über unseren verwendeten Internetbrowser auf die DentalShare-Webseite von ExoCAD. Auf dieser Seite loggen wir uns jetzt ein und verwenden die von uns zuvor angegebenen Eintragungen. Die standardmäßige Eintragung zur verwendeten Gruppe lautet ExoCAD. Nach unserem Login müssen wir die Lizenzbedingungen zur Nutzung dieses Portals akzeptieren und gelangen dadurch automatisch weiter in unsere Benutzereingabemaske, in der wir nun die Möglichkeit erhalten, bereits getätigte Eintragungen zu unseren Daten zu ergänzen oder zu verändern. Darüber hinaus können wir hier Regeln für die Verwendung des DentalShare-Portals festlegen, Kundenkontakte des DentalShare-Portals verknüpfen, Statistiken einsehen und Servereinstellungen vornehmen. Wir schließen dieses Browserfenster und bestätigen zuvor getätigte Änderungen mit dem Button Speichern. Zurück in unserem Projektblatt von ExoCAD können wir uns nun mit unseren persönlichen Daten anmelden und starten damit das DentalShare Upload Tool, das nun im Hintergrund ausgeführt wird.
Wir können an dieser Stelle auch einen bestehenden und bereits konstruierten Fall öffnen, um Ansichtsdaten im Webviewer über das Dentalshare-Portal zu betrachten. Auf welche Weise können wir nun unseren Webviewer für unsere Konstruktionsarbeit im ExoCAD nutzen? Der Webviewer hilft uns bei der Kommunikation mit Kunden und Partnern. Wir bestimmen im ExoCAD unabhängig, ob eine Konstruktion fertig ist oder nicht, was wir über die Schieberegler anzeigen lassen wollen oder nicht. Diese Visualisierung wird beim Anklicken des Buttons Online über Webviewer teilen, in komprimierter Form durch die Erstellung eines Links für den Internetbrowser zur Verfügung gestellt und erlaubt nun auch anderen über diesen Link eine Objektbetrachtung, die der von ExoCAD sehr ähnlich ist. Durch diese webbasierte Veröffentlichung, die wir selbstverständlich auch passwortgeschützt generieren können, erlauben wir den Empfänger dieses Links ebenfalls eine ExoCAD-ähnliche Betrachtung des jeweiligen Konstruktionsfalls, ohne ExoCAD hierfür zu benötigen. Über diese komprimierte Form und Ansicht gewähren wir ausschließlich eine Visualisierung des Konstruktionsfalls zum Zeitpunkt der Generierung des Links mit dem Webviewer über das Dentalshare-Portal. Hierüber werden also keine Modell-, Patienten- oder Falldaten versendet. Der Empfänger des jeweiligen Weblinks kann diesen nun in seinem Webbrowser öffnen oder auch die von ExoCAD kostenlos zur Verfügung stehende App für Handys und Tablets benutzen, die für Android-Geräte im Google Play Store oder für Apple-Geräte im App Store heruntergeladen werden kann. Auch in unserem zweiten Fallbeispiel öffne ich ein beliebiges Projekt, bestimme durch die Schieberegler und somit die Visualisierung durch das Ein- und Ausblenden, welche Oberflächeninformation ich teilen möchte und bestätige dies mit dem Werkzeug-Button Online über Webviewer teilen. Daraufhin wird nun wieder ein individueller Weblink generiert. Der Button in Zwischenablage kopieren speichert den Link auf unserem Rechner temporär ab und kann somit sofort durch das jeweilige Einfügen in einem Browser- oder Chatfenster, durch ein Einfügen, durch Drücken und Halten der Steuerungstaste, während wir die V-Taste drücken, eingefügt werden. Wir sind nun am Ende unseres kurzen Lernvideos angelangt. Und ich hoffe, dass ich dir einen kleinen Einblick in diese Funktion des Webviewers von ExoCAD geben konnte. Ich freue mich, dich auch im nächsten Lernvideo wieder begrüßen zu können und verabschiede mich, dein Referent Alexander Lochmann.